Der große Ameisenbär Myrmecophaga tridactyla ist ein Säugetier aus der Ordnung der Zahnamen. Gemeinsam mit den Tamanduas und den Zwergameisenbären bildet er die Unterordnung der Ameisenbären, Vermilingua. Er ist deren größter Vertreter und kommt in Süd- und Mittelamerika vor. Sein ursprüngliches Verbreitungsgebiet war aber wesentlich größer. Hauptsächlich ist der große Ameisenbär bodenbewohnend und einzelgängerisch, wobei er recht große Territorien unterhält. Die Hauptnahrung besteht aus Ameisen und Termiten. Weibliche Tiere bringen pro Wurf ein Jungtier zur Welt, das bis zu einem Jahr gesäugt wird. Der Lebensraum umfasst verschiedene Landschaftstypen von Gras- und Savannenländern bis Wäldern. Aufgrund von Landschaftszerstörung und Bejagung gilt der Bestand des großen Ameisenbären als gefährdet. Der große Ameisenbär ist der weitaus größte Vertreter der Ameisenbären. Er erreicht eine Kopfrumpflänge von 100 bis 140 cm. Der buschige Schwanz wird nochmals 60 bis 90 cm lang. Das Gewicht wildlebender Tiere beträgt 22 bis 39 kg. Es liegen allerdings auch Angaben bis 52 kg vor. Männliche Tiere sind durchschnittlich etwas größer als weibliche. Auffälligstes Kennzeichen ist die lange, dünne und rund geformte Schnauze, die eine stark verlängerte, bis zu 60 cm messende und mit klebrigem Speichel bedeckte Zunge beherbergt und zudem typisch für Ameisenbären zahnlos ist. Die Augen sind braun und sehr klein, ebenso die Ohren, die eine rundliche Gestalt aufweisen und 3,5 bis 6 cm lang werden, wobei sie nicht über den Kopf hinausragen. An der Basis des Nackens erhebt sich ein leichter Buckel, über den Halsrücken hinweg zieht sich eine Reihe borstiger, langer Haare, die eine Art Mähne bilden. Die Grundfärbung des langhaarigen Fells ist graubraun. An Brust und Schultern hat der große Ameisenbär eine schwarze Zeichnung mit weißer streifenartiger Einrahmung. Die Vorderbeine sind weiß mit einem schwarzen Knöchelband, die Hinterbeine und der buschige Schwanz, der bis zu 30 cm lange Haare besitzt, weisen eine dunklere Tönung als der Körper auf. Die einzelnen Tiere besitzen eine jeweils charakteristische Fellzeichnung, die stärker bis schwächer ausgebildete Farbbänder oder deutliche bzw. weniger markante Flecken einschließt. Wodurch eine individuelle Unterscheidung möglich ist, die Vorderbeine sind äußerst kräftig ausgebildet, die Vorderfüße haben 15, von denen die drei mittleren stark verlängert und mit großen, sichelförmig gestalteten, 10 bis 15 cm langen Krallen versehen sind, daher der Artzusatz Tridactylus für 30. Die Hinterbeine enden in 15 mit jeweils kurzen Krallen, die Hinterfußlänge beträgt 15 bis 18 cm. Weibchen besitzen ein paar Zitzen im Brustbereich. Schädel des großen Ameisenbären. Der Schädel wird insgesamt 21 cm lang und ist allgemein sehr schmal und langgestreckt. In Seitenansicht verläuft die Stirnlinie deutlich gewölbt. Markant ist das röhrenförmige Rostrum, welches sehr ausgedehnt ist und rund 65% der gesamten Schädellänge einnimmt. Dadurch erreicht das Nasenbein in etwa die gleiche Länge wie das Stirnbein. Der Hirnschädel wiederum ist vergleichsweise breit. Des Weiteren zeigt sich der Jochbogen nur rudimentär entwickelt. Der Unterkiefer ist sehr niedrig. Die beiden Hälften sind an der Symphyse nur lose miteinander verbunden. Der niedrige Unterkieferkörper und der reduzierte Jochbogen ermöglichen es dem großen Ameisenbären, seitliche und rotierende Kaubewegungen auszuüben und zudem die Zunge zu kontrollieren, wenn diese ausgestreckt oder zurückgezogen wird. Zudem sind diese Bewegungen des Unterkiefers, die hauptsächlich durch den Musculus pterygoideus medialis und den Musculus temporalis hervorgerufen werden, eine Anpassung an die Ernährungsweise. Typischerweise treten 16 Brust- und nur 2 Lendenwirbel auf. Die xenatrischen Gelenke, Nebengelenke, treten meist an den 3 bis 4 hintersten Brust- und den beiden Lendenwirbeln auf. Dabei sind beim großen Ameisenbären 2 zusätzliche Nebengelenke ausgebildet, was die Wirbelsäule im hinteren Bereich verstärkt und möglicherweise zum Halten des Gewichtes beim Aufrichten des Körpers während des Fressens oder der Verteidigung dient. Die Rippen besitzen an ihren hinteren Enden starke Verbreiterungen. Zusätzlich weisen 4 oder 5 der mittleren Rippen deutliche Verlängerungen auf. Der Sehsinn des großen Ameisenbären ist nur rudimentär ausgebildet, der Geruchssinn dagegen sehr gut. Dieser wird vor allem bei der Nahrungssuche eingesetzt. Ein Tier ist generell leise, manchmal gibt es ein leises Grunzen von sich, vor allem wenn es gestört wird. Einen langanhaltenden Haarlaut äußern manche Tiere bei einem Angriff auf einen Artgenossen. Verbreitungsgebiet, blau, des großen Ameisenbären. In den roten Bereichen ist die Art möglicherweise inzwischen verschwunden. Der große Ameisenbär ist in Mittel- und Südamerika beheimatet. Sein Verbreitungsgebiet erstreckt sich vom südlichen Belize und Guatemala bis ins nördliche Argentinien. Möglicherweise ist er aber schon aus seinen nördlichsten Lebensräumen verschwunden. Neuere Hinweise gibt es jedoch aus Honduras. Auch im südlichen Teil Mittelamerikas, so im zentralen Panama,
ist er teilweise schon verschwunden. In Südamerika tritt die Art überwiegend östlich der Anden auf, nur in Kolumbien und möglicherweise in Ecuador bewohnt sie auch die Tiefländer westlich der Anden. Die Daten für Ecuador müssen aber erst noch bestätigt werden. Auch im Süden des Ausbreitungsgebietes gab es bereits deutliche Habitatverluste. In historischer Zeit war der große Ameisenbär bis weit südlich des 31. Breitengrades der Südhalbkugel anzutreffen. Im nördlichen Uruguay, dem östlichen Paraguay und dem südöstlichen Brasilien ist er bereits ausgestorben. Die südlichste Verbreitungsgrenze stellt heute der nördliche Teil Argentiniens dar, wo sich die Ameisenbärenart in den letzten Jahren auch weiter nach Norden zurückgezogen hat. Das gesamte heutige Verbreitungsgebiet wird mit 12,5 Millionen Quadratkilometern angegeben, das tatsächlich bewohnte Gebiet ist aber unbekannt. Der große Ameisenbär bewohnt zahlreiche unterschiedliche Landschaften und kommt in Sümpfen, tropischen Regenwäldern, Trockenwäldern und am häufigsten in Savannen vor. So bewohnt er die Gran Caco-Regionen ebenso wie das Pantanal, die Cerrado-Gebiete und das Amazonasbecken. In Zentralamerika gibt es mehrere Sichtungen aus Hochlandgebieten. Voraussetzung für die Anwesenheit des großen Ameisenbären ist ein genügend großes Vorkommen von Ameisen und Termiten. Bei Untersuchungen im nordöstlichen Argentinien zeigte sich, dass die Tiere in Landschaften mit gemischten Vegetationstypen häufig dichte Wälder oder Grasländer mit hohem Bewuchs gegenüber kurzgrasigen Savannen bevorzugen. Dies könnte einerseits mit dem Dämmeffekt bei extremen Temperaturen, andererseits mit besseren Versteckmöglichkeiten bei potenziellen Gefahren zusammenhängen. Generell meiden sie aber intensiv genutzte Weideflächen. Die Dichte der Populationen ist abhängig von der Beschaffenheit der Landschaften, so liegt sie im Pantanal bei 0,15 Individuen je Quadratkilometer, deutlich höher ist sie in Wäldern mit 0,41 Individuen, eher gering im Llanos mit 0,18 und in Überflutungsebene mit 0,12 Individuen auf der gleichen Fläche. Für den Emas-Nationalpark wird eine Populationsdichte von 0,2 Individuen je Quadratkilometer angegeben. Als einziges Mitglied seiner Familie ist der große Ameisenbär ein reiner Bodenbewohner. Normalerweise ist er tagaktiv, dies variiert aber mit der Jahreszeit, so dass ein Tier an heißen Tagen überwiegend in den kühlen Morgen- und Abendstunden auf Nahrungssuche geht, an kühlen Tagen aber eher tagsüber. Regional besteht teilweise eine Abhängigkeit von der Aktivität der Beutetiere. Dadurch ist der große Ameisenbär etwa in den Llanos bieten Venezuelas häufiger nachts unterwegs. Generell verschiebt sich seine Aktivität in stark von Menschen bewohnten Gebieten zur Nacht hin. Zudem ist der große Ameisenbär einzelgängerisch und territorial. Die Reviere sind in der Regel zwischen 5 und 25 Quadratkilometer groß, können aber im Extremfall bis zu 90 Quadratkilometer erreichen. Die Größe ist dabei abhängig von der Beschaffenheit des Habitats. So wurde im Pantanal eine Größe von 5,7 Kilometer hoch 2 für männliche und bis zu 11,9 Kilometer hoch 2 für weibliche Tiere festgestellt. Ob Weibchen generell größere Territorien besitzen, ist unklar, da im Emas Nationalpark im Cerrado eine durchschnittliche Reviergröße von 9,8 Quadratkilometer für beide Geschlechter nachgewiesen wurde. Die Grenzen der einzelnen Territorien können sich dabei überschneiden, allerdings halten die Tiere eher Abstand zueinander. Überschneidungen der Reviergrenzen finden sich häufiger bei Weibchen als bei Männchen. Die Reviere werden häufig markiert. Diese Markierungen erfolgen in der Regel an den Stämmen größerer Bäume durch Kratzen mit den langen Krallen der Vorderfüße. Dies dient gleichzeitig auch dem Schärfen der Krallen, da die Kratzspuren aber weit unterhalb der Verästelung des Stammes angebracht werden und deutlich sichtbar sind, dienen diese Experten zufolge auch zur visuellen Kommunikation. Eher selten markiert der große Ameisenbär mit Urin. Innerhalb des Reviers bewegt sich die Ameisenbärennaht am Boden auf allen Vieren fort, wobei die Krallen der Vorderfüße nach unten geklappt sind, sodass die Zehen stark gebeugt sind und das Gewicht von den Unterflächen der drei größeren Zehen getragen wird. Meist läuft sie dabei eher langsam, kann aber auch in einen schnellen Sprint übergehen. Täglich legt ein Tier zwischen 1,3 und 11 Kilometer zurück, durchschnittlich sind es 3,7 Kilometer. Zudem ist der große Ameisenbär ein guter Schwimmer,
Im Amazonasgebiet wurde ein Tier beim Überqueren eines 150 Meter breiten Flusses beobachtet, wobei es abwechselnd schwamm und über die herausragenden Felsen kletterte. Gelegentlich wird ein Tier beim Besteigen eines bis zu 2 Meter hohen Termitenhügels beobachtet. Jungtiere vermögen auch bis zu 20 Meter hoch in Bäumen zu klettern. Begegnungen zwischen zwei oder mehreren Tieren verlaufen häufig sehr aggressiv, vor allem unter Männchen. Die Kämpfe, die teils ritualisiert sind, aber auch sehr blutig ausgehen können, werden dabei mit den Vorderfußkrallen ausgeführt. Sehr selten wurden bisher Zusammentreffen verschiedener Individuen ohne Konfrontation beobachtet, etwa von mehreren Mutter mit Jungtieren bei der Nahrungsaufnahme. Zur Ruhe zieht sich ein Tier in flache, überwiegend selbst angelegte Erdkuhlen in dichter Vegetation zurück. Tiefere Erdbauten oder Höhlen gräbt der große Ameisenbär trotz seiner kräftigen Krallen und seines körperlichen Vermögens nicht. Die Schlafposition ist dabei seitlich liegend mit der Schnauze vor den Vorderfüßen, wobei der dichte Schwanz den Körper bedeckt. Die Position des Schwanzes dient dabei einerseits dazu, nicht zu viel Körperwärme zu verlieren, andererseits aber auch der Tarnung. Der große Ameisenbär ist ein spezialisierter Insektenfresser. Seine Hauptnahrung besteht aus Ameisen und Termiten, von denen er täglich bis zu 35.000 Tiere frisst, die er mittels seines guten Geruchssinnes aufspürt. Mit seinen starken Krallen bricht er Nester der Insekten, darunter auch sehr feste Termitenbaue. Dabei benutzt er eine Hackenzugmethode, indem er die Krallen in kleine Öffnungen steckt und die vor der Birne kräftig zurückzieht. Die Insekten leckt der große Ameisenbär mit seiner langen, bis zu 40 cm aus dem Maul ragenden Zunge auf. Die Beute bleibt aufgrund des schleimhautartigen Belages kleben. Allerdings kann der große Ameisenbär nur kurze Zeit am jeweiligen Bau fressen, bevor die Termiten und Ameisen ihre Körpergifte gezielt und organisiert einsetzen, sodass die durchschnittliche Festdauer rund 40 Sekunden beträgt, bevor er ein neues Nest sucht und später zurückkehrt, um die Kolonie erneut auszubeuten. Durch dieses Verhalten werden die einzelnen Nester nie vollständig ausgeräumt. Die röhrenförmig ausgebildete Schnauze begrenzt darüber hinaus das weitere Nahrungsspektrum, sodass die Ameisenbärenart stark von koloniebildenden Insekten abhängig ist. Dabei treten regional deutliche Unterschiede auf, wobei die Ernährung im Extrem laut Untersuchungen an Cotresten im brasilianischen Bundesstaat Amapá zu 100% auf Termiten, im Bundesstaat Ceará aber zu 100% auf Ameisen basiert. Im Pantanal werden hauptsächlich Ameisen konsumiert, so unter anderem Vertreter der Gattung Solenopsis, die rund 46% der Gesamtmenge ausmachen, zu geringeren Anteilen aber auch Camponotus, 12%, Labidus, 2% und Odontomacus, 2%. Termiten dagegen sind nur mit zwei Gattungen vertreten, Lasutitermes und Amitermes. Weitere Analysen in Argentinien zeigen, dass der große Ameisenbär dort häufig Termiten der Gattungen Lasutitermes und Cornitermes sowie Ameisengattungen wie Camponotus, Iridomyrmex oder Solenopsis bevorzugt, wobei ihr jeweiliger Anteil in der Nahrungsmenge jahreszeitlich schwankt. Allein für die Region des Gran Caco sind Vertreter von insgesamt 14 Ameisengattungen im Nahrungsspektrum belegt, darunter auch einige, die bevorzugt Bäume bewohnen. Darüber hinaus erbrachten Untersuchungen an 23 Kotproben aus dem südbrasilianischen Bundesstaat Paraná in den Jahren 2007 und 2008 in fast allen Fällen auch den Nachweis von Resten von Blattschneidameisen der Gattungen Atta und Acromyrmex. Der regelmäßige Verzehr dieser Ameisen war aufgrund ihrer Aggressivität nicht angenommen worden, zumal Tiere in Gefangenschaft meist dieses Nahrungsangebot mieden. Zuvor war der Verzehr von Blattschneidameisen nur aus Kolumbien bekannt gewesen. Daneben wurde aber auch beobachtet, wie der große Ameisenbär Nester von Honigbienen plündert, unter anderem in einem 1,5 m hohen, verlassenen Termitenbau im Imas-Nationalpark. Der große Ameisenbär trinkt regelmäßig Wasser und gräbt in trockenen Jahreszeiten auch in kleinen Löchern danach. Die Fortpflanzung erfolgt ganzjährig, es gibt aber Hinweise auf einen enger begrenzten Zeitraum zwischen Mai und Juli. Es ist die einzige Phase, in der mehrere Tiere zusammenkommen. Der Sexualzyklus der Weibchen währt 47 bis 62 Tage und setzt etwa alle 7 Wochen ein. Das Balzverhalten ist stark ritualisiert und umfasst gegenseitiges Umkreisen, das Zeigen der Krallen und Schläge mit den Vorderarmen, um den potenziellen Partner zu Boden zu bringen. Mitunter kann es auch zu Aggressionen kommen, vor allem wenn das Weibchen noch ein Jungtier von der vorhergehenden Geburt bei sich hat. Nach etwa 183 bis 190-tägiger Tragzeit bringt das Muttertier ein einzelnes Junges zur Welt. In der Regel werden etwa doppelt so viele männliche wie weibliche Jungtiere geboren. Ein Neugeborenes wiegt 1,1 bis 1,6 Kilogramm, ist mit Schwanz etwa 53 cm lang und hat die Augen geschlossen. Diese öffnen sich erst nach rund 6 Tagen. Häufig trägt das Muttertier das Junge,
wenn es auf Nahrungssuche geht, was bis zu einem Alter von einem Jahr geschehen kann. Dabei liegt das Junge längs auf dem Rücken und ist so teils vom dichten Fell der Mutter verdeckt, andererseits verschmilzt seine Fellzeichnung mit der des Muttertieres. Am Boden ist das Jungtier in den ersten 6 Wochen nie weiter als 1 Meter von der Mutter entfernt. Der Abstand erhöht sich bis zum 4. Lebensmonat auf 20 Meter. In den ersten Monaten spielen Mutter und Junges häufig miteinander, was sich in Springen, Spielen mit Objekten oder den Krallen zeigt. Auch gegenseitiges Lecken kommt häufig vor und kann bis zu 1 Stunde andauern. Aufgrund der langen Schnauze saugt das Jungtier mit der Zunge, wobei es anfangs bis zu fast 20% seiner aktiven Zeit mit der Aufnahme der Muttermilch verbringt. Ab dem 3. Lebensmonat nimmt es erstmals feste Nahrung zu sich. Ab dem 9. Monat überwiegt dieser Nahrungsbestandteil. Die Mutter bringt bei der Nahrungsumstellung dem Nachwuchs bei, welche Nahrung verwertbar und welcher Geruchsspur zu folgen ist, was eines der wenigen Beispiele eines aktiven Anlernens innerhalb der Nebengelenktiere darstellt. Die vollständige Entwöhnung erfolgt mit 10 bis 12 Monaten, wobei der junge Ameisenbär dann rund 6,0 bis 6,5 Kilogramm wiegt und 105 cm lang ist. Die Geschlechtsreife erreichen die Tiere mit 2 bis 4 Jahren. In menschlicher Obhut wurde ein großer Ameisenbär knapp 26 Jahre alt. Das dokumentierte Durchschnittsalter liegt jedoch bei etwa 16 Jahren. Die Lebenserwartung in freier Wildbahn ist nicht bekannt. Die größten Fressfeinde stellen Jaguar und Puma dar. Allerdings wird der große Ameisenbär nicht allzu häufig von diesen großen Katzen erbeutet. Untersuchungen in Gran Caco an 106 Kotresten des Jaguars und 95 des Pumas ergaben lediglich 2 bzw. 3 Hinweise auf das Erlegen des großen Ameisenbären. Während einer Beobachtung von 10 Jaguaren, je 5 männliche und weibliche Tiere, von Oktober 2001 bis April 2004 im südlichen Pantanal konnten insgesamt 14 erbeutete große Ameisenbären festgestellt werden, was lediglich 3,2% aller erlegten Tiere in diesem Zeitraum ausmachte. Weiterhin ist die Ameisenbärenart dort seltener, wo häufiger Hunde vorkommen. Ein bedrohtes Tier richtet sich auf seinen Hinterbeinen auf und verteidigt sich durch Schläge mit den Krallen der Vorderfüße. Prinzipiell ortet der große Ameisenbär Beutegreifer über die Witterung, wobei er zwischen potenziellen Fressfeinden und sonstigen Raubtieren zu unterscheiden vermag. Zu den äußeren Parasiten zählen vor allem verschiedene Arten der Zeckengattung Amblyomma. Auch Milben wie Otodectes oder Edentalgis kommen vor, selten dagegen Flöhe. Als innere Parasiten sind hauptsächlich Fadenwürmer bekannt, darunter Aspidodera, Brevigrapidium oder Physaloptera. Weiterhin wurden Bandwürmer nachgewiesen, unter anderem Mate Votenia. Mit Emeria konnten auch Coccidien als Parasiten festgestellt werden. Der große Ameisenbär ist die rezent einzige Art aus der monotypischen Gattung Myrmecophaga. Sie gehört wiederum zur Familie der Myrmecophagidae, denen auch die Tamandoas, Tamandua, zugerechnet werden, innerhalb der Unterordnung der Ameisenbären, Vermilingua. Neben den Myrmecophagidae werden nur die Cycopididae mit den Zwergameisenbären, Cyclopes, als deren einziges heute lebendes Mitglied zu den Vermilingua gestellt. Die Myrmecophagidae und die Cyclopididae trennten sich nach molekulargenetischen Untersuchungen im mittleren Eozän vor rund 38 Millionen Jahren. Die Aufspaltung der Myrmecophagidae in Tamandua und Myrmecophaga begann laut denselben Untersuchungen zu Beginn des oberen Miozäns vor 13 Millionen Jahren. Fossil ist Myrmecophaga erstmals im Pliozän fassbar. Zu den ältesten Funden gehören jene von Monte Hermoso aus der argentinischen Provinz Buenos Aires. Der aufgefundene 3. Mittelhandknochen gehört der ausgestorbenen Art Myrmecophaga caroloamecinoi an, welche ursprünglich in die eigene Gattung Municia verwiesen worden war. Weitere alte Funde kamen aus El Brial de Orocoal im Nordosten Venezuelas zum Vorschein, welche in den Übergang vom Pliozän zum unteren Pleistozän zu stellen sind. Funde aus Sonora im Nordwesten Mexikos zeigen, dass die Ameisenbärenart im unteren Pleistozän im Zuge des großen amerikanischen Faunenaustausches bis weit nach Norden vordrang und später durch klimatische Veränderungen wieder auf ihr heutiges Verbreitungsgebiet zurückgedrängt wurde. Die südlichsten Funde stammen aus Uruguay.
Allgemein ist der große Ameisenbär recht häufig fossil aus den Pleistozän überliefert. Heute werden drei Unterarten vom großen Ameisenbär unterschieden. MT. Atata Osgood, 1912, nordöstliches Kolumbien und nordwestliches Venezuela. MT. Centralis Lyon, 1906, Mittelamerika bis nordwestliches Kolumbien. MT. Tridactyla Linnaeus, 1758, Südamerika. Benannt wurde die Art Myrmecophaga Tridactyla im Jahr 1758 von Linnaeus, welcher unter den gleichen Gattungsnamen weiterhin den gemeinen Zwergameisenbären Cyclopes didactylus und den südlichen Tamandor, Tamandor tetradactyla, einordnete und diese anhand der Anzahl der Krallen bewährten Vorderfußzehen unterschied. Als Typuslokalität für den großen Ameisenbären gab Linnaeus America Meridionali an. Der Gattungsname Myrmecophaga setzt sich aus den griechischen Wörtern Myrmex, Myrm, ex, genitive, Myrmecos meirum, Ikos, Ameise und Phagein, fressen, zusammen und bezieht sich auf die hauptsächliche Ernährungsweise der Tiere. Großer Ameisenbär im Pantanal, Brasilien. Aufgrund seiner Größe ist der große Ameisenbär ein häufiges Jagdziel und sein Fleisch wird teilweise als Nahrungsressource genutzt. Allerdings ist diese Tradition unter indigenen Völkern sehr unterschiedlich. Laut einer Untersuchung erlegte die damals rund 800 Personen umfassenden Volksgruppe der Waimiri Atroari im zentralen Amazonastiefland innerhalb eines Jahres, 1993 bis 1994, insgesamt drei große Ameisenbären. Das Gesamtgewicht umfasste 90 Kilogramm, was rund 0,2% der gesamten über das Jahr erlegten Biomasse der Waimiri Atroari ausmachte. Die Kamakoko aus Paraguay wiederum verzehren aus religiösen Gründen kein Fleisch des großen Ameisenbären, während die Bewohner Nicaraguas das Fleisch aufgrund des Geschmacks meiden. Manchmal wird jedoch ein großer Ameisenbär auch von Jägern oder deren Hunden getötet. In der Regel meiden die Tiere Begegnungen mit Menschen, was aufgrund des schlechten Sehsinns und Gehörs aber nicht immer möglich ist. Ein bedrängtes Tier verteidigt sich mit seinen langen, scharfen Krallen, was in Einzelfällen auch für Menschen tödlich endete. Der illegale Wildtierhandel und die Haltung als Haustier stellen weitere anthropogene Bedrohungen dar. Häufig ist die Ameisenbärenart allerdings Opfer von Verkehrsunfällen, vor allem im Offenland, da die Augen in der Nacht keinen Widerschein geben. Bedeutend ist auch der Einfluss von Feuer, das vor allem in Grasländern die einzelnen Populationen deutlich variieren lässt. Hauptfaktor für den Rückgang des Bestands ist aber die Zerstörung der Landschaften durch die Ausbreitung menschlicher Siedlungen und landwirtschaftlich genutzter Flächen, was vor allem für die mittelamerikanischen Populationen eine große Bedrohung ist. Experten gehen für den Gesamtbestand von einem Rückgang von rund 30% seit 1996 aus. Die IUCN listet den großen Ameisenbären als gefährdet, vulnerable. Regional bestehen aber noch höhere Warnstufen. Die Tiere kommen in zahlreichen geschützten Gebieten vor, so unter anderem im Emas-Nationalpark, im Serra da Canastra-Nationalpark und im Iguaçu-Nationalpark in Brasilien. Im letzteren konnte die Art erst 2014 nachgewiesen werden. Im selben Zeitraum wurde der große Ameisenbär mittels Kamerafallen im Barito-Nationalpark im nördlichen Argentinien belegt. Zudem gibt es ein internationales Zuchtprogramm in zoologischen Einrichtungen. Der Zoo Dortmund, wo über 50 Geburten verzeichnet werden konnten, führt das internationale Zuchtbuch. Im Ibera Nature Reserve im Nordosten Argentiniens wurden zwischen 2007 und 2012 im Rahmen eines Wiederansiedlungsprojekts insgesamt 18 große Ameisenbären freigelassen und in ihrer Habitatwahl überwacht. Zu den weiteren Schutzmaßnahmen gehören auch Untersuchungen zur Einflussnahme von Wald- und Buschbränden auf die Bestandsentwicklung des großen Ameisenbären und die Erarbeitung wirksamer Maßnahmen zum Brandschutz und zur Kontrolle natürlicher oder vom Menschen verursachter Buschbrände.